Moin, moin. Ich bin gerade im Wald unterwegs. Es ist der 26.11.2023 und morgen muss ich mich vor Gericht verantworten, angeblich. Wegen zweier Videos, die ich irgendwann mal gemacht habe. Und ich habe heute noch mal ein bisschen in meinen Unterlagen geblättert, was zu dieser Zeit so alles los war. Wie man mich beschimpft hat, wie man über mich hergezogen ist, wie die Mainstream-Presse Hass und Hetze verbreitet hat. Ja, selbst wenn ich geklagt habe, saß ich als Angeklagter auf der Bank des Gerichts wegen meiner Kündigungsschutzklage. Ja. Also, da stand dann in Überschriften sowas drin wie Corona-Leugner vor Gericht. Ja, aber dass ich eine Kündigungsschutzklage gegen meinen Arbeitgeber eingereicht hatte, soweit haben die denn doch nicht gedacht, ne? Noch nicht mal das haben die gecheckt. Die haben sich einfach so gehirntot gestellt, ne? So, also im besten Deutschland aller Zeiten werden wir regiert von so. Und ich bin froh, dass das der große Teil des deutschen Volkes genauso sieht. So, wer das in der Welt anders sieht, weiß ich nicht. Zumindest äußere ich mich dazu hier nicht. Weil YouTube ist ja seit ein paar Jahren eher Zensur-Tube. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum veröffentlicht denn dieser Bormann immer noch auf diesem Mainstream-Plattform sein Zeugs und beschränkt dann tatsächlich das, was er dort sagen kann. Er könnte ja auf alternative Plattformen ausweichen. Mein Gott, das ist doch genau das, was die wollen. Dass wir uns versammeln auf irgendwelchen abseitigen Plattformen, wo man uns gar nicht mehr sieht. Naja gut, auf YouTube sieht man uns auch nicht. Habe ich gerade gestern wieder gemerkt. Da lief eine Demo in Berlin, eine Friedensdemo. Da konnte man bei YouTube suchen nach Livestream, Demo, Berlin, heute. Und was fand man? Nichts. Und wenn man etwas weiter wühlte, dann bekam man die Berichte der Mainstream-Presse geliefert. Ja. Hunderte von Menschen demonstrieren vor dem Brandenburger Tor, sowas. Nun gut, ich kenne ja ein paar Streamer auf YouTube, habe die dann direkt aufgesucht auf ihren Kanälen und siehe da, die Streams waren da. Aber das ist das Abstruse. Während Deutschland ganz vorn dabei ist bei den Lieferungen von Panzern und Raketen, mit denen die Konzerne wie Rheinmetall ein Wahnsinnsgeschäft machen, ist unser Land immer noch Schlusslicht beim Einfrieren der Vermögenswerte von Oligarchen. Also die KI von YouTube dient nicht den Nutzern, sondern denen, die Nachrichten machen wollen, indem man ganz gezielt Dinge ausblendet. Wenn wir hier sprechen über regelbasierte Systeme, darf man die Regeln ja nicht verheimlichen. So, scheiße, jetzt bin ich schon da bei 9 Minuten und 29. Oh, das heißt, ich mache jetzt mal Schluss, damit ich dieses Video auch bei TikTok veröffentlichen kann und wünsche mir morgen viele Besucher auf meinem Prozess. Dieses Video lade ich auch bei TikTok hoch, damit auch die Letzten das noch mitkriegen. Macht's gut, ich habe gute Laune für morgen. Ich erwarte einen Freispruch.